zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein kleines Unboxing. Ja, es ist zwar ein großes Paket, aber das Video wird wahrscheinlich nicht so lang werden. Ich würde sagen, ja, ich zeige euch einfach das, was ich mir bestellt habe und wünsche euch viel Spaß mit dem Video, denn jetzt geht's auch schon los. Ja, wie ihr sehen könnt, sitze ich hier auf dem Fußboden. Ich habe schon Adresse und alles ja, abgerissen. Paket habe ich auch schon geöffnet und ich werde euch natürlich einblenden, ja, wo ich bestellt habe. Nein, es ist auch keine Kooperation oder irgendwie sowas. Ich habe alles selber bezahlt. Deswegen blende ich das hier auch nochmal an dieser Stelle ein. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, ja, ich hole das einfach mal raus. So, und zeige euch die Sachen. Ich muss hin und wieder auch dann nochmal gucken, ob das überhaupt denn auch noch aufnimmt. Weil irgendwie spinnt das heute. Und dann, ja, ist auf einmal die Aufnahme unterbrochen. Und meine Speicherkarte ist eigentlich ziemlich leer, so gut wie. Ich habe nämlich alles aussortiert, damit ich wieder ein bisschen mehr Speicher habe. Ich glaube, ich drehe das Ganze mal. So. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was sich hier alles so drinne befindet. Ihr seht das ja auch. Es ist nicht viel. Es sind ein paar Teile. Und zwar habe ich ja Zubehör bestellt für mein Terrarium. Und zwar habe ich hier einmal, ich hoffe, ich kriege das irgendwie drauf. Das ist so ein Bodensubstrat. Ganz, ganz weich. Ihr seht das hier auch nochmal. Zomet. Und hiervon habe ich zwei Stück. Und ihr wollt ja auch sicher wissen, wie viel hier drin ist. Ich schaue mal eben nach. Also hier steht irgendwas mit 8,8 Liter Bodensubstrat. Ich glaube, das steht hier vorne auch nochmal drauf. Irgendwo. Ich bin mal ein bisschen näher rangegangen, wie ihr sehen könnt. Da könnt ihr das dann auch nochmal besser sehen. Das Bodeneinstreu fürs Terrarium. Das habe ich, wie gesagt, zweimal bestellt. Da kann ich das ja auch erstmal ja auch eigentlich hier drinnen lassen. Ihr seht das ja auch. So, die beiden habe ich dann. Dann habe ich hier auch Moos bestellt. Da muss ich auch mal gucken, wie viel hier drinne ist. So könnt ihr das dann auch noch mal besser sehen. Und hier unten könnt ihr das dann auch noch mal sehen. Da steht das dann immer. Und hier oben ist ja immer das Logo von Zomet, wo ich bestellt habe. Genau. Das mit dem Moos kennt ihr ja auch. Das macht man einfach ja im Wasser aufweichen, damit das wieder schön lebendig und grün ist und frisch. Und dann kann man das ins Terrarium geben. Und dann wächst das da auch gut und hält sich auch sehr lange im Terrarium. Ist auch wichtig, Moos im Terrarium, vor allen Dingen auch, weil ich ja auch Asseln, Panda-Asseln drin habe, wisst ihr ja, als Bodenpolizei. Genau, einmal Moos noch bestellt dazu. Kann ich das hier ja eigentlich so drinne lassen. Das habt ihr ja nun gesehen. Ja, ich habe dann auch noch Futterschalen. Das werde ich euch dann auch gleich zeigen. Ich habe hier einmal noch so Calcium. Zeige ich euch aber auch gleich von nah an. Dann kann ich den Karton nämlich erstmal auch an Seite stellen. Und dann habe ich hier noch so ein Thermometer. Hygrometer 2 in 1. Aber das werde ich dann einfach mal rausholen, die Sachen,
und zeige euch das dann gleich nochmal etwas genauer. Ich habe mich jetzt mal hinter der Kamera hingesetzt. So ist das dann auch ein bisschen einfacher. Und den großen Karton habe ich jetzt auch erstmal weggeräumt. Dann kann ich euch das hier nochmal genauer zeigen. Hier habe ich so eine kleine Futterschale oder aber auch Trinkschale. Und ihr seht, das kann man für jedes Terrarientier benutzen. Ja, auch für die, die gerne, ja, Vogelspinnen halten. Aber auch Käferarten, exotische, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen. Ich glaube, das ist so eine Art Gottesanbeterin. Irgendwie sowas. Da gibt es ja so viele Arten und Insekten, die man auch halten kann. Ja, und dieser hier leuchtet auch im Dunkeln, steht da ganz oben in der Ecke, Glow in the Dark. Ja, muss ich jetzt aber auch nicht zu lange in der Kamera halten. Ihr habt das ja nun gesehen. Und von daher brauche ich das ja auch nun nicht so lange in Kamera halten. Oh ja, und für alle, die fragen, ja, da ist eine Schnecke drauf. Auf meinen Fingerring, wie ihr sehen könnt, mit so einem Pilz, eine Schnecke und ein Pilz, weil ich letztes Mal gefragt worden bin. Das ist eine Schnecke. Aber ich denke, das kann man gut erkennen. So, dann hatte ich ja noch eine Futterschale. Warum ist denn die Kamera wieder so unscharf? So. Dann hatte ich ja noch so etwas größere Futterschalen bestellt, aber dazu brauche ich, glaube ich, gleich eine Schere. Da ist nämlich noch so eine Folie mit drum. Irgendwie ist das wieder überbelichtet. So. Ich glaube, das ist auch unscharf. Ich weiß es nicht. Muss ich das so halten? Größe S. Das sieht aus, als wäre dies aus Kunstharz oder irgendwie sowas. Dieses etwas härtere ist das aber nicht. Das ist ganz leicht, weil ihr wisst ja, man soll keine harten Gegenstände ins Terrarium und auch keine Steine. Wenn die Schnecken dann mal runterfallen, können die sich dann verletzen. Das wisst ihr ja. Keine harten Gegenstände und flache Schalen verwenden. Ich habe hier, wie gesagt, Größe S. Da gibt es verschiedene Größen. So, nun muss ich gucken, ob ich hier die Folie so drum wegbekomme. Ansonsten muss ich mir eben eine Schere holen. Dann mache ich einfach hier einen Cut. Ich habe mir meine Schere geholt. Ich werde das dann einfach hier mal so drum wegmachen. So, ich kann ja auch ein bisschen runterkippen. So sieht das dann aus. Das ist gar nicht hart. Das ist weich. Weiches Material ist dieses hier. So weiches Kunststoff, nicht dieses Kunstharz. Da gibt es ja auch welche, die sind richtig hart. Dieses hier werde ich als Wasser- und Badeschale verwenden. Und diese etwas kleinere dann für Futter. Weil die Schnecken baden ja auch ganz gerne. Da haben die dann eine große Fläche. Ist auch dann nicht zu tief wegen dem Atemloch. Da müsst ihr ja auch immer darauf achten, dass ihr keine tiefe Schale verwendet, sondern eine flache Schale. Ich finde dies richtig toll. So, das kommt dann dahin. Die etwas kleinere Trinkschale, da habe ich gedacht, werde ich dann für Bachflohkrebse, also Gammarus, mit reinmachen und dann vielleicht so einen Kalkbrei, weil man darf das ja auch nicht so immer trocken anbieten den Schnecken, sondern immer so ein bisschen breimäßig. Dafür hatte ich die etwas kleinere Schale gedacht. Genau.
So, dann habe ich hier noch einen Hygro und also ein Dual-Thermometer und Hygrometer 2 in 1, wie ihr sehen könnt. Auch wieder Glow in the Dark, das sieht man, das leuchtet dann im Dunkeln. Ja, das muss ich jetzt auch nicht so lange in der Kamera halten, denn ich wollte nur ein kurzes Video machen, nicht so lang. Und zu guter Letzt, ihr hattet das ja vorhin schon gesehen gehabt, ne, hatte ich mir ja noch Calcium bestellt mit Vitamin D3. Aber irgendwie spinnt die Kamera heute wieder mal. Ich muss nachher mal schauen, ob das auch aufgenommen hat. So, jetzt könnt ihr das, hoffe ich, gut erkennen. Wenn die Kamera dann auch mal scharf stellen würde. So, genau. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Ja, ich werde das dann hier an dieser Stelle beenden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!